Ja, da könnte ich mir echt gut vorstellen, dass man da so gut Fotos machen kann und so. Ist ein echt nicer Spot. Und hiermit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von meinem The Architect Paris Let's Play. Das ist nun schon die vierte bzw. sogar fünfte Folge, wenn man das Tutorial mitzählt. Insofern, ja, die Dinge entwickeln sich schnell. Ich lerne auf jeden Fall noch gut dazu. Das Ding ist halt, ja, ich habe das hier relativ blind gestartet. Ich hatte natürlich ein bisschen die Architect Paris vorher schon mal gezockt gehabt. Aber tatsächlich gar nicht mal so viel. Und auch sehr viele Updates halt verpasst, bevor ich mich dann direkt schon wieder in dieses Let's Play gewagt habe. Ja, aber ich möchte auch eigentlich jetzt schon direkt mit dem Thema reinstarten der heutigen Folge. Und dies wäre eben zunächst das niederländische Viertel, das wir hier bauen. Und wie ihr auch unten rechts seht, die Anforderungen sind hier eben, dass ich längere Gebäude baue. Also einige der Flächen, die wir hier eben ausweisen, müssen halt eben in diesen längeren Gebäuden sein. Ich habe sie jetzt halt so orientiert, dass sie halt quasi ja in den Plot reinreichen. Man hätte es, glaube ich, auch gut anders lösen können, aber das ist nun jetzt die Methode, die ich hier gewählt habe. Ich habe dann erst auch mit der Zeit gemerkt, ja, wie knapp das Ganze dann doch wurde, aber wir haben es auf jeden Fall gut geschafft. Genau, also das Thema ist jetzt hier auch, ja, dass wir ja ein bisschen eine andere Architektur reinbringen, logischerweise. Also mit diesen niederländischen Modellen arbeiten. Da gibt es halt auch tatsächlich auch einige im Spiel. Ja, manche kann man halt besser verwenden, manche sind ein bisschen schwieriger. Passen nicht ganz so einfach hier rein. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall happy mit dem, was jetzt hierbei rauskam. Naja, ist auf jeden Fall spannend, wenn wir hier so diese verschiedenen Viertel haben. Ich stelle mir das auch gerne so vor, dass dann auch tatsächlich da jeweilig dann auch Leute vielleicht mit einem gewissen Background halt eben wohnen. Ich glaube, das würde ganz gut passen. Was ich hier baue, nochmal kurz, ist ein bisschen Special geworden. Wie gesagt, das ist eins von diesen, die vielleicht ein bisschen schwieriger hier ja, reinzusetzen sind. Aber ich denke eben, das könnte hier an der Ecke so eine Art Museum für niederländische Architektur sein, was natürlich dann super reinpasst in das ganze Ding. Aber ja, also ich finde, das sieht echt nach so einem spannenden interaktiven Museum aus. Ich glaube, das könnte echt gut funktionieren. Ja, ich baue hier zu Sane hin einige ja eher so von diesen hübscheren, will ich mal dreist behaupten, Gebäuden. Ist auf jeden Fall der Plan und halt dann eben nach hinten kommen dann etwas andere Gebäude. Hier baue ich, ja, hier kaufe ich eben nochmal die Prophet-Typen. Und diese Prophet-Typen werde ich jetzt hier gleich in dem nächsten Block, der so ein bisschen weiter dann ins Innere, also weiter entfernt vom Fluss halt. Jetzt habe ich nicht mehr, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich den Satz angefangen habe. Jedenfalls habe ich hier jetzt auch ein paar andere Typen rein gebaut. Also habe ich da natürlich dann auch so ein bisschen mehr Variabilität. Das fahre ich auf jeden Fall auch. Ihr werdet die gleich sehen, da werde ich auch nochmal ein paar andere Typen benutzen. Ich finde auf jeden Fall, man kann mit den niederländischen Bautypen schon sehr viel bunte Sachen halt hinkriegen. Finde ich sehr cool. Das feiere ich. Ja. Genau. Und ich habe eigentlich auch so ein bisschen Plan gehabt. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch an den halten kann mittlerweile, nachdem ich jetzt schon ein bisschen in der Karriere gespielt habe und gemerkt habe, ja, dass die Szenarien schon teilweise recht einschneidend sind. Und zwar war der ursprüngliche Plan so ein bisschen eben, dass ich so eine ja, leicht aufgegliederte Stadt habe. Also, dass ich eben ja, verschiedene Viertel habe, die in sich eine gewisse Homogenität aufweisen. Aber jetzt, wie ihr seht, also ist jetzt auch nicht jedes Gebäude gleich, weil das sieht halt auch nicht so schön aus. Genau, aber halt gewissen, ne, eine gewisse Homogenität auch aufweisen, vielleicht auch eben von der Bevölkerungsstruktur, die dort eben wohnt. Und dann wiederum diese verschiedenen kleinen Viertel dann halt auch nebeneinander zu haben, damit halt auch trotzdem quasi eine ja, soziale Mischung entsteht. Ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt hier gerade mit Fachbegriffen um mich werfe oder ob das jetzt auch alles ganz klar ist. Jedenfalls, genau das ist eben so ein Thema. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen in eine kurze Live-Play-Sequenz. Und zwar werden wir jetzt hier den letzten Plot dieser Challenge live spielen. Und ich glaube, ich kann jetzt hier diesmal
muss ich ausnahmsweise sagen, ich merge alle Gebäude, weil wir haben hier auf jeden Fall das hier noch auszufüllen und davon sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Ich hoffe überhaupt, dass das hier erreichen wird, aber ich denke schon. Und zwar brauchen wir halt Gebäude, die mindestens 25 Meter lang sind. Das habe ich jetzt zuletzt, also in dem letzten Plot nicht so ganz beachtet. Und genau darum werden wir uns jetzt kümmern. Das sind 37 in der Länge, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall keine zwei direkt hintereinander. Beziehungsweise, ja, also nach da, nach vorne zu der Seine ausgerichtet und dann hinten zur Straße ausgerichtet, kriegen wir das nicht hin. Mit zwei ne, Gebäuden. Allerdings geht es ja hier nicht um, upala, hier muss ich rauf, um die Gebäudeanzahl, sondern um den, ja, um die insgesamte Fläche. Das heißt, so schlimm ist das nicht, dann brauchen wir halt eben komplett durchgezogene Gebäude, die auf beide Seiten quasi ausgerichtet sind. Ich weiß nicht, wie ich das hier dann machen will, aber ich glaube, ich kann hier in der Mitte schon mal sagen, wir werden dann auf jeden Fall krieg ich bald auf 90. Sieht, naja, ich glaube, das ist das Beste. Ich sag mal 5 sollte ungefähr passen. Ich versuche die ja ziemlich eng zu machen, ziemlich dünn, weil ich das hier irgendwie auch ziemlich feier. Vielleicht machen wir aber auch hier gleich mal auch eine Ausnahme, weil wir das bisher jetzt fast überall so gemacht haben, beziehungsweise bis auf die Ecken. Da haben wir es eher nicht so gemacht. Jetzt snappt er hier, egal. Das sollten auch ungefähr 5 sein. So, wie lang ist das jetzt hier? 27, okay, das reicht gerade so. Vielleicht machen wir nämlich jetzt mal so einen fetten hier hin. Und zwar haben wir jetzt hier also eine breite Fassade. Und die Länge reicht auch. Das heißt ja, okay, wir können hier direkt so weitermachen. Perfekt, das passt ja. Ach, guck mal. Direkt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dann werden wir hier aber wiederum das ein bisschen anders aufspalten, denke ich. Machen wir das mal hier so. Und hier vielleicht Park oder Parkplatz, je nachdem. Hier würde ich sagen, also hier, das wird nicht mehr reichen von der Länge, ne? 21, genau. Das heißt, hier mache ich nochmal ein bisschen weiter. Oh, ich habe das Gefühl, die werden immer, immer dünner. Machen wir hier nochmal. So. Und dann, wenn das jetzt 90 Grad gedacht durchgezogen wären, dann ungefähr. Naja. Muss passen. Und dann haben wir das genau hier nochmal. Na, komm schon. Komm schon. Oh, ja, muss reichen. So. Machen wir das wieder so. Ja, ich weiß, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen grid-lastig aus, ein bisschen langweilig, aber ich glaube doch, dass damit kriegen wir auf jeden Fall das hier hin und es sieht dafür noch recht gut aus. So, wir haben, vielleicht ist euch das aufgefallen, bereits nicht so viel Auswahl von den Sachen, die ich auch gerne nutzen möchte. Hier ist das Problem, hier haben wir das Giebel nicht, weil es so dünn ist. Das wird bei den allen der Fall sein, das heißt, das ist jetzt für mich gerade auch keine Option. Probieren wir mal die hier ein bisschen mehr aus, weil die haben ja auch hier, wie man es vielleicht erkennen kann, 5 verschiedene Fassadenfarben. Und ich hoffe, ich kriege mal ein paar verschiedene. Das sieht jetzt tatsächlich nur beige aus. Okay. Naja, da probiere ich hier erstmal was an. Okay, gut. Machen wir mal auf 7 ungefähr. Will ich die gleich hoch haben? Eigentlich eher weniger, ne? Also generell macht mir das weniger Spaß, weil ich das jetzt weniger Spaß. Aber guck mal, hier hast du so eine schöne Fassade. Ah. Naja, wird man gleich nicht mehr sehen. Ja, ich kriege die halt also so aus. Das Ding ist ja, ist nicht mal eine Tür oder so. Ja, und hier ist irgendwie eine Treppe. Naja. Vielleicht hätte man die doch besser so ausrichten können, aber dann hätte ich halt hier nicht so viel Flexibilität zur Straße hin gehabt. Ja, ich möchte es eher kleiner haben. So. Passt, glaube ich, denke ich, einigermaßen gut. So, das hatten wir hier jetzt schon. Ne, das hatten wir, genau. Das klippt rein. Das gefällt mir natürlich eher nicht. Das hatten wir. Das hier noch nicht. Dann nehme ich das und mach's mal. Ist mir das zu hoch oder passt das? Ne, ich glaube, das passt. Das klippt auch so ein bisschen. Hier haben wir immer noch keinen Giebel. Ja, die sind ganz okay. Ja, die brechen so ein bisschen auf. Ich habe da eigentlich gar nichts gegen. Ich finde es eigentlich ganz cool so. Und dann vielleicht nochmal. Nee, das klippt wieder. Das ist das Problem.
Hier haben wir wieder die gleiche Farbe wie dort schon. Ah, ja. Und das hier hat viel zu viel außen noch dran. Das funktioniert auch nicht so gut. Okay, was machen wir denn da? Nehmen wir das wieder. Nehme ich auch mal auf die Höhe. Jo. Nee, komm, das machen wir. Ah, nee, doch, wir lassen es so. Okay, und dann. Ja, wieder leider nur eine von diesen fünf Fassaden. Das ist das Problem. Das gefällt mir nicht so sehr daran. Das geht. Weil ja hier das quasi abgetrennt wird, so gesehen. Ja, das nehme ich so mit. Ja, das ist das Problem, dass wir hier das gleiche haben. Ansonsten könnte ich das sogar freilassen, aber so eher weniger. Oh. Ja, das sieht doch cool aus. So haben wir es auch noch nicht benutzt. Ist das hier noch rein? Ich glaube eher weniger. Nee. Aber das hier. Oh, es klebt wieder ein bisschen. So. Wie gerade eben hat es kurz nicht geklebt. Ich hätte lieber so nur einen drüber. Warte mal. Muss man hier ein bisschen rumprobieren. Dass man ungefähr das hat, was man haben. Ja. Boah, das ist natürlich. Das ist natürlich suboptimal, aber ich glaube, hier kann ich es, glaube ich, gerade noch. Aushalten. Aber wie gesagt, also das ist eher suboptimal. Probieren wir mal, ob hier ein paar Platz gut aussieht. Ja, doch, ich denke, das könnte funktionieren. Und dann werde ich, glaube ich, auch hier gucken, dass ich nochmal so ein Economy-Ding hin. Oh, die sind mir viel zu fett, ey. Diese Klotze da oben drauf, ne? Also der untere Teil geht ja voll fit, aber diese Klotze oben drauf, ey. Kritisch. Vielleicht benutzen wir das hier nochmal. Nee, ist nicht so. Das hier wird. Das funktioniert ja auch leider nicht so wirklich. Ich probiere das erstmal mit dem hier. Oh, die sind echt dünn. Die sind echt dünn. Oh Mann, Alter. Ich mach's mir selber hier gerade ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl. Es klippt hier auch einigermaßen doll. Ja, ich glaube, ich habe mir selber hier die ganze Sache ein bisschen schwieriger gemacht, als sie vielleicht hätte sein müssen. Aber guck mal einen an, das wird trotzdem nicht reichen. Da werde ich wahrscheinlich gleich nochmal hingehen müssen und mich woanders drum kümmern. So, hier haben wir jetzt verschiedene Fassaden. I like it. Okay, dann werde ich hier das nochmal ändern. Ach, hier, das hier. Machen wir mal auf die Ebene und dann passt das, glaube ich. Joa. Okay, jetzt hier habe ich hier verschiedene Fassaden, das ist cool. Da bin ich happy mit. So sieht dann das ganze Ding nach vorne hin aus. Ist nett. Hier ist mir wieder ein bisschen bunter. Ja, das Klippen dürfen wir nicht beachten. Hier, das mit dem Parkplatz finde ich cool. Natürlich nicht optimal. Hier die Parkplätze funktionieren und die Architect Press meinen, das achtet es jetzt nicht so zu 100% perfekt, aber mit ein bisschen Vorstellungskraft, dann macht das Ganze hier schon Sinn, finde ich. Also, dass man hier so einen Parkplatz hat. Und dann hier die verschiedenen Eingänge zu den verschiedenen Läden bzw. Wohnungen, wie auch immer. Boah, von oben halt her sieht es auch echt cool aus, irgendwie, muss ich sagen. Finde ich das spannend. Aber wie ihr seht, das hier reicht nicht. Das heißt, ich muss nochmal was anderes umbauen. Das werde ich in der Timelapse machen. Und damit geht's jetzt weiter. Ciao. Genau, und ich baue jetzt nochmal kurz hier das Viertel so zu Ende, dass ich auch alle Anforderungen erfülle. Das ist natürlich auch immer hier sehr wichtig. Ihr seht, ich habe es jetzt auch schon hinbekommen. Und mein niederländisches Viertel ist fertig. Vielleicht bauen wir jetzt auch demnächst nochmal ein anderes Viertel. Ich glaube, ein amerikanisches Viertel wäre vielleicht demnächst dran. Da gibt es auch sehr viele nice Typen, die man dort nutzen kann. Und ich werde jetzt hier nochmal eine andere Challenge eben schnell mal spielen. Eben schnell mal. Ich finde diese actually ziemlich gut. Also ziemlich gut geworden. Also ich bin recht happy mit dem Ergebnis. Deswegen, naja. Also wir sollten jetzt hier auch wieder, wir hatten schon wieder sehr begrenzte Möglichkeiten, uns selber irgendwas auszudenken. Also war schon wieder einiges vorgegeben. Naja, ich fand trotzdem, was auf jeden Fall Bock gemacht hat, weil ich hier auch schon ein bisschen so diese Strukturen mitnutzen konnte, die dort eben schon waren. Und das irgendwie, das bockt, finde ich. Weil man da schon so ein bisschen dann quasi auch einen kleinen Challenge hat, eine kleine Richtung und das auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr Kreativität fördert. Deswegen, ja, ich
weiß nicht, ich glaube, das eine hier, das könnte ich mir auch gut so als ein Museum oder irgendwie ein Institut oder sowas vorstellen. Was genau das große Gebäude ist, wahrscheinlich eher so, sage ich mal, eine Richtung von so Bürogebäude, schätzungsweise. Und hier habe ich nochmal eine ganz witzige Sache ausprobiert, die mir da spontan bei dem Plot eingefallen ist. Ich habe ja auch wieder diesen Asphalt benutzt und dort habe ich jetzt, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll, aber habe ich eben die Gebäude so angeordnet, dass sie eben so ein Kreuz in der Mitte ergeben, wo man so super gut durchlaufen kann. Ich glaube, das wäre ziemlich nice und echt, wenn man da so durchläuft. Ist auch cool für Fotomotive und sowas. Ich ändere hier nochmal kurz die Dächer, weil ich die kurz vergessen hatte. Genau. Ändere das hier nochmal schnell, ob das etwas ist. Ja, ich glaube, also so auch wieder sowas wie ein Museum oder so würde hier, glaube ich, re recht gut reinpassen in diese, naja, eher special aussehenden Gebäude dort, die eben auch als eine der Typen vorgegeben waren. Und ja, hier seht ihr, was ich meinte. Ich finde, wenn ich mir das so in echt vorstelle, sieht schon ziemlich cool aus. Da könnte ich, ja, da könnte ich mir echt gut vorstellen, dass man da so gut Fotos machen kann und so. Ist ein echt nicer Spot. Hat was. Also ich feier's. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt auch schon langsam am Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr freut euch auch schon genauso sehr wie ich, ja, auf die nächste Folge. Wie gesagt, ich glaube, dort wird etwas USA-mäßiges, New York-mäßiges rankommen. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.